liebe Grazerinnen und Grazer, wir alle kennen den Sturzplatz, wie er war. Die Kollegen und Kolleginnen haben da in der Vergangenheit großartige Arbeit geleistet. Wichtig war es aber, dass wir das alles auf neue Beine stellten. Mit dem neuen Ressourcenpark ist uns das großartig gelungen. Der Ressourcenpark ist gut erreichbar und günstig für die Grazer und Grazerinnen und somit können sie ihren Beitrag leisten. Zum einen, um ihren Abfall loszuwerden und zum anderen als Beitrag für die Ressourcenwirtschaft, für die Kreislaufwirtschaft in unserer Stadt. In der Umgebung wird das Energiewerk Graz entstehen, wo wir Fernwärme produzieren bzw. Wasserstoff für unsere Busflotte. Unser neuer Ressourcenpark ist ein Symbol für die nachhaltige Kreislaufwirtschaft in der Stadt Graz. Ganz besonders möchte ich mich heute auch bei all meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bedanken, die alles dazu getan haben, dass das heute zu einem Erfolgsprojekt wird.